Ein Regisseur inszeniert. Das heißt, ein Regisseur arbeitet mit Darstellern, mit ganz vielen Leuten auf und hinter der Bühne zusammen, um ein Bühnenwerk, das heißt ein Theaterstück, ein Musiktheaterstück, kann Oper sein, kann Musical sein, das kann eine Revue sein, es kann alles Mögliche sein. Oder eben auch Filme, es gibt ja natürlich auch Filmregisseure, um ein Werk auf die Bühne zu bringen oder nachher in den Kasten, in die Kamera zu bringen. Und das heißt, dass man erstmal sich Gedanken macht als Regisseur, wie man ein Stück auf die Bühne stellen möchte. Das heißt, man überlegt sich, wie soll die Bühne überhaupt aussehen, wie soll das Bühnenbild aussehen, mit was für Figuren hat man es zu tun, wie sollen die Kostüme aussehen. Mit was für Darstellern hat man es zu tun? Auf welche Art will man das Ganze inszenieren? Das sind alles Gedanken, die man sich im Vorfeld macht. Und dann die Hauptarbeit des Regisseurs ist natürlich das Inszenieren, das heißt das Proben. Also man trifft sich ungefähr meistens 6 Wochen vor Vorstellung, um gemeinsam über diese 6 Wochen an einem Stück zu arbeiten. Und das heißt, man probt mehrere Stunden am Tag, Szene für Szene, das Stück. Und am Schluss steht dann ein Endprodukt auf der Bühne, für das man als Regisseur verantwortlich zeichnet. Die größten Herausforderungen für mich persönlich als Regisseur sind die unterschiedlichen Menschen, mit denen man es zu tun hat. Man hat natürlich auf der Bühne ganz unterschiedliche Charaktere, Darsteller, Schauspieler, Sänger. Und man hat natürlich auch ganz viele Leute hinter der Bühne, mit denen man zusammenarbeitet. Da gibt es natürlich Techniker, Tontechnik, Lichttechnik, es gibt den Bühnenbildner, die Bühnenbildnerin, es gibt Kostüm. Es sind also ganz viele Gewerke, mit denen man zusammenarbeiten muss. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, diese ganzen verschiedenen Gruppen zusammenzubringen und die Motivation aufrechtzuerhalten, weil es ja doch dann immer wieder unterschiedliche Befindlichkeiten gibt, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche ästhetische Einstellungen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das unter einen Hut zu bekommen. Was ich gerade zur größten Herausforderung gesagt habe, nämlich, dass es oft schwierig ist, sich auf so unterschiedliche Menschen einzustellen. Das ist interessanterweise auch genau das, was mir am meisten Spaß macht beim Regieführen. Nämlich die Tatsache, dass man mit so unterschiedlichen Charakteren zusammenarbeiten kann, zusammenarbeiten darf, macht diese Arbeit auch so interessant, so vielfältig. Man lernt die anderen jeden Tag neu kennen, man lernt aber auch sich selbst jeden Tag neu kennen. Und das hat man, glaube ich, in wenigen Berufen so extrem wie im Beruf des Regisseurs.